Ja, Janni Serra, zurück aus dem Volkspark in Hamburg, geht schon wieder weiter in Heidenheim. Mit welchen Gefühlen reist ihr an die Brenz? Ich habe in Heidenheim noch nicht gewinnen können, in meinem ganzen Leben noch nicht. Ist immer ein schwieriges Spiel dort. Ist eine gute Mannschaft, die auch zurzeit in Topform ist und das wird eine sehr, sehr schwierige Aufgabe. Die beste Heimmannschaft der Liga Heidenheim, aber die beste Auswärtsmannschaft der Liga, die Störche. Schwer, wie geht's aus? Ich hoffe, Sieg für uns. Bist du fit? Es waren sehr, sehr viele Spiele hintereinander jetzt in den letzten Wochen. Also man merkt das schon, dass es sehr, sehr anstrengende Wochen waren. Sowas hatten wenige Spieler unserer Mannschaft bis jetzt in ihrer Karriere. Die Plätze gegen Essen und Hamburg waren auch zudem sehr, sehr tief. Das ist auch nochmal ein Punkt, der ausschlaggebend ist. Und jetzt versuchen wir alle Kräfte zu mobilisieren und dann laufen wir, bis wir umfallen. Langsam aber sicher geht's Richtung Saisonendspurt. Merkt man, dass das Kribbeln ein bisschen mehr wird oder kann man das ein bisschen ausblenden? Das kann man ausblenden. Also es sind dann 10 Spiele haben wir, glaube ich, noch. Da haben wir noch natürlich noch einige schwere Aufgaben vor der Brust, gerade in den kommenden Spielen. Und da fokussierst du dich jetzt nicht noch nicht auf den Aufstieg oder auf mögliche Aufstiegsziele. Fokussieren wir erstmal auf die 3 Punkte in Heidenheim. Viel Erfolg, Janni. Danke dir.